Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Mal schauen, was wir diesmal so geboten bekommen. Wenn es denn mal lädt. Natürlich das zwei Crosshair Placement auf dem Boden. Das war jetzt nichts Besonderes. Wer weiß, dass da einer steht? Kassiert aber direkt. Okay. Dann schauen wir uns mal das CT-Gameplay von unserem Verdächtigen an. Okay, leckt sich da ein bisschen nach vorne. Da weiß ich nicht, hat der die Info? Granatenwerfer ist auf jeden Fall kein guter. Okay, da schießt er schon vor. Sieht ein bisschen nach Wallhacker aus, das Ganze. Wieder erlangen. Checkt alle Ecken. Ja, man sieht zu wenig von ihm. Wollen wir mal zeigen, was er kann. Und jetzt sieht es, ich habe sogar einen Bot. Geht einfach mal von lang weg. Okay. Vielleicht sogar beides. Wallhack und Aimbot. Schießt da durch die Smoke. Ja, die Pro-Flash des Jahrtausends. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Sieht den am T-Spawn durch die Wand. Und auch hier wieder. Den könnte er allerdings gehört haben. So, er sneakt auf kurz, er weiß, dass er da kommt. Wirft halt ein paar unnötige Granaten.
leckt sich einen ab. Das ist anstrengend gerade. Der hat gesneakt und er wusste es. Könnte allerdings die Info von kurz erhalten haben. Ja, Aimbot will ich jetzt nicht sagen, aber es sieht ein bisschen nach Wallhack aus. Läuft schnell, hat mir ein Messer rein. Jetzt bin ich gespannt, unten links. Ja. Also das Cross-Set-Placement auf dem Boden ist schon sehr komisch. Den hat man gehört. Den allerdings nicht. Hat jetzt noch den Bot. Aber ich glaube, das ist die letzte Runde. Tja, ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher. Ich werde mir das Ganze nochmal anschauen, bevor ich ein Urteil fälle. Ihr könnt mir aber gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Overwatch. Lasst mir gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.